Pontonet. Ja, Pavel Bogdanovic nochmal, mein Name, von der Firma Prontonet aus Hamburg, St. Pauli. Und Thema Plone-Salesforce-Integration, wie man Plone als CRM-Werkzeug benutzen kann. Auf der einen Seite haben wir das Content-Management-System Plone und auf der anderen Seite Salesforce. Und mit Plone sollen Daten generiert werden und in das CRM reingeschrieben werden. Und warum überhaupt Salesforce? Also Salesforce ist schon mal einer der ganz großen Player im CRM-Bereich. Ist als Software as a Service mietet man quasi das CRM-System. Und es bietet eine vereinheitlichte Plattform für Vertrieb, Marketing und Support. Das heißt, jede Unternehmensabteilung hat eine spezielle View auf das CRM. Es ist erweiterbar, leistungsstark und anpassbar. Damit meine ich, dass es... Das Salesforce lässt sich sehr gut an die Geschäftsprozesse eines Unternehmens und auch an die Größe von Unternehmen anpassen und skalieren. Es gibt eine aktive Entwickler-Community im Salesforce-Kosmos und nicht zuletzt ist es auch uninteressant für NGOs, für Non-Profit-Unternehmen, dass es eine Salesforce-Stiftung gibt, die Lizenzen an NGOs verschenkt. Informationen dazu findet man auf der Website der Stiftung oder eben auf der Seite nonprofitstarterpack.org. Ja, warum Plone? Also, dass Plone toll ist, das haben wir ja heute oft genug gehört. Ich möchte aber mal betonen, dass das Trio bestehend aus Plone zum einen und dem Plone Form Generator, den sicherlich fast alle kennen werden. Kennt jemand den nicht? Okay. Und den Bausteinen der Plone Salesforce Integration, dass das einfach ein überzeugendes Trio ist. Und das möchte ich hier mal demonstrieren heute. Dazu möchte ich auf ein Webportal ein Registrierungsformular erzeugen in Plone und Salesforce entsprechend anpassen, dass es alle Daten, die wir in diesem Registrierungsformular erheben, aufnehmen kann. Und danach gucken wir mal, ob das mit der Übertragung funktioniert. Zu Plone Form Gen, also das ist ein generischer Plone Formulargenerator, der auf den Archetypes basiert. Also die Archetypes werden erweitert durch zusätzliche Felder und Widgets und die Validatoren der Archetypes stehen zur Verfügung. Der Plone Form Generator, der ist wirklich hervorragend dokumentiert. Formulare sind in andere Dokumente einbettbar. Datenübertragung ist verschlüsselbar. Und der Plone Form Generator, Formula Generator ist auch erweiterbar. Kleiner Überblick über die zur Verfügung stehenden Widgets, die wir in diesem Formulargenerator haben. Also das ist ein einfaches Zeichenkettenfeld, ein Textfeld, ein Rich-Textfeld, ein Zeilenfeld, womit man Listen aufnehmen kann, ein Checkbox-Feld, ein Ganzzahlfeld, Dezimalfeld, ein Datei-Upload-Feld, wo man, allerdings muss man sich darum kümmern, die Dateien entgegenzunehmen und irgendwas mit denen zu machen. Das macht der Form Generator nicht. Passwort-Feld, hier haben wir ein Auswahlfeld, das als Radio-Buttons gerendert wurde. Hier haben wir ein Mehrfach-Auswahlfeld, das dann mal als Select-Box gerendert wurde. Geht natürlich auch Checkbox-Feld, ein zusammengesetztes Feld, Daytime-Feld. Hier, ganz spannend, Bewertungsfeld, da kann ich also mit zwei Einträgen, einmal trage ich die Optionen an, die anwählbar sind und dann trage ich meine formulierten Fragen ein und dann kann ich ganz schnell eine Umfrage oder eben eine Bewertung im Plone Form Generator realisieren. Also eine Erweiterung für den Plone Form Generator, hier ein Capture-Feld oder auch ein Recapture-Feld. Ich kann Formfelder gruppieren vergruppieren, Stichwort Fieldsets. Und dann kommt das, was nachher mit den Daten passiert in Plone, da kann ich verschiedene Adapter an mein Formular anhängen. Da gibt es zum Beispiel den E-Mail-Adapter, da werden die hochgeschickten, also die werden die Daten, die ausgefüllt wurden, die werden dann einfach per E-Mail an eine vorkonfigurierte Adresse geschickt. Oder eben ein Datenspeicheradapter, da werden die Daten im
CSV-Format inblown abgespeichert, können nachher abgerufen werden. Also jedes ausgefüllte Formular hinterlässt da eine komma-separierte Zeile. Dann gibt es den Adapter für eigene Skripte. Da kann man also wirklich mit recht geringen Python-Skills zum Beispiel aus den Formulareingaben Plone-Objekte erzeugen. Und dann gibt es natürlich noch den Salesforce-Adapter, um den es ja hier geht. Und eine Danke-Seite kann ich auch hier an dieser Stelle hinzufügen und kann die auch konfigurieren, also gestalten quasi jetzt, also inhaltlich gestalten. Okay, da kommen wir mal zur ersten Live-Demo. Und zwar möchte ich so ein Formular erzeugen, aber das habe ich natürlich in Wirklichkeit schon erzeugt. Aber wir können das mal ergänzen. Seit dem Plone Form Generator 1.7 gibt es die Quick Edit View. Die macht wirklich Spaß. Das ist so eine JavaScript View, die jetzt leider hier so ein bisschen zerreißt, weil die Auflösung zu gering ist. Also diese Toolbox wäre natürlich sonst rechts neben dem eigentlichen Formular. Und hier können wir per Drag and Drop neue Formularfelder dazuziehen und die direkt konfigurieren. Wir können hier per Drag and Drop die Reihenfolge von Formularfeldern ändern. Wir können direkt irgendwelche Felder neu konfigurieren. Hier unten sehen wir dann die Adapter. Da sind jetzt 4 Adapter angehängt an dieses Formular. 2 sind aktiv, der CSV-Adapter, also dieser Datenadapter, und der Leads-Adapter, das ist mein Salesforce-Adapter. Und wir haben unten eine Danke-Seite, die wir auch direkt hier wieder bearbeiten könnten. Okay, ja, ich dachte mir, wir hängen einfach mal so ein Kommentarfeld an. Das ist jetzt vielleicht nicht das Sinnvollste, aber ein Rich-Text-Kommentarfeld, was wir an diese Registrierung anhängen. Das ist also ein Texteingabefeld. Ziehen das runter, packen das unter unser Newsletter-Auswahlfeld, können das direkt konfigurieren, nennen das Kommentar. Das ist nicht zwingend erforderlich, wir übernehmen einfach die Einstellungen und speichern das. So, wie sieht unser Formular jetzt aus? Ja, so, anzeigen. Ja, so funktioniert der Plone Form Generator. So, im zweiten Schritt wollen wir jetzt Salesforce dahingehend anpassen, also die Salesforce, also das CRM-System anpassen, dass es alle Daten aus dem Formular entgegennehmen kann. Das mache ich auch live. Ja, das ist natürlich jetzt die Auflösung, aber wir werfen mal also einfach mal ganz kurz so, wenn ich mich bei Salesforce einlogge, dann sieht das so aus. Was uns heute interessiert, das sind Leads. Leads sind alle Kontakte, die zum Beispiel über unser Formular oder durch irgendwelche Firmenaktivitäten erzeugt wurden. Es geht natürlich darum, diese Leads, also diese Kontakte, möglichst in Kunden zu überführen, also in Leute, die was in unserem Unternehmen kaufen. Das heißt, so ein Lead wird nach der Erfassung hier oder wenn er hier angelegt ist, irgendwann kontaktiert und dann wird versucht, einen Kundendienstmitarbeiter herauszufinden, ob derjenige womöglich was kaufen möchte. Dann wird er eventuell in eine Opportunity umgewandelt, wenn er einen Kaufwunsch hat, aber sich noch nicht entschieden hat. Oder sollte er direkt was kaufen, wird er in einen Account umgewandelt und sollte es einfach nur ein nützlicher Kontakt sein, dann kann man ihn in Kontakte umwandeln. Also das ist so ungefähr die Salesforce-Philosophie, das was jetzt so sehr vereinfacht da so hintersteht. Wir wollen ja mit unserem Formular Leads anlegen. Hier ist jetzt mal so ein, Leads-Startseite ganz kurz. Hier, das sind die Leads, die ich zuletzt angefasst habe. Klicken wir mal in einen rein. Dann sind da hier so verschiedene Felder, die teilweise ausgefüllt, teilweise nicht ausgefüllt sind. Das wollen wir mal erweitern um ein Feld, nämlich den Kommentar, den wir ja eben zu unserem Formular hinzugefügt haben. Wir wollen, dass der auch hier in unserem CRM-System erscheint. Hier kann ich Felder anzeigen.
Das sind alle Felder, die zur Verfügung stehen. Das sind erstmal die Felder, die sowieso von Salesforce zur Verfügung stehen. Und dann gibt es benutzerdefinierte Erweiterungen, also benutzerdefinierte Felder, die dazugekommen sind. Und da wollen wir jetzt mal den Kommentar ergänzen. Ein neues Feld. Kommentar, das ist also irgendein Textfeld, ein Rich-Textfeld. Da unten haben wir Textbereich Rich-Text, das wählen wir aus. So, auf der zweiten Seite müssen wir konkretisieren, wie dieses Feld heißen soll. Wir nennen es von mir aus mal Comments. Oder Comment, ist ja nur ein Kommentar. Im nächsten Schritt werden wir alles übernehmen, aber mal kurz reinschauen, was das ist. Hier wird die Sichtbarkeit des Feldes definiert. Also da kann ich für jede Abteilung des Unternehmens die Sichtbarkeit definieren. Und speichern. So, jetzt haben wir also ein neues Feld. Comment, es hat einen API-Namen, Comment underscore underscore C. Das ist der Name, über den ich das Feld programmatisch erreichen könnte. Okay, wir haben Salesforce angepasst. Der nächste Punkt, da haben wir jetzt gemacht. Jetzt möchte ich mal Ihnen, also eigentlich haben wir uns ja hier so, bewegen wir uns als Redakteur. Wir schauen gar nicht in die Konfiguration von Plone und Soap rein. Aber ich möchte es trotzdem mal kurz machen. Das will ich jetzt nicht live machen, nur einmal kurz mal reinschauen. Also hier wird der Salesforce Base Connector konfiguriert. Das geht für einen Administrator sehr einfach. Er hat einen User-Account bei Salesforce, der wird hier eingetragen. Dann wird das Passwort eingegeben. Das Passwort wird allerdings noch mit einem Sicherheitstoken versetzt, den man sich auf der Salesforce-Seite beim Freischalten der API-Schnittstelle abholen kann. Ich klicke auf Test und dann steht die Verbindung. Daten von Salesforce, die werden in dem Base Connector zwischengespeichert und hier habe ich auch die Möglichkeit, den Cache zu purgen. Ja, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt gar nicht diesen Plone Form Generator, sondern ich hätte programmatisch ein Formular erstellt und möchte die Daten, was weiß ich, also so Z3C-Form irgendwie erstellt und die Daten möchte ich übertragen, dann muss ich einfach nur eine einfache Methode anhängen. Was passiert da? Wir holen uns eine Instanz vom Portal Salesforce Base Connector, sammeln die Daten als Dictionary ein und hier unten Create, dann, also das ist recht anspruchslos, wenn die Daten bei Salesforce erzeugt. So, aber wir wollen das ja ohne Programmieren machen, gucken uns das jetzt nochmal an. Gehen nochmal in die Quick-Edit-Ansicht, die so viel Spaß macht. Hier ist der Leads-Adapter. Ich klicke mal hier auf die Konfiguration. Das Erste, was wir hier machen können, wir können sagen, unser Formular, mit welchem Salesforce-Typ, Objekttyp, soll das Formular kommunizieren. Das sind die ganzen Objekttypen, die es da in Salesforce gibt und wir wollen ja Leads erzeugen. Also wählen wir hier auch Leads aus. Die Feldüberleitung, das ist eben das Mapping sozusagen. Unsere Formularfelder auf die Salesforce-Felder. Und wir haben ja jetzt hier ein neues Feld hinzugegeben, Kommentar. Klicken hier drauf und hier erscheint Comment underscore underscore C. Das ist der API-Name unseres Feldes bei Salesforce. Das Ding ist also jetzt wirklich jetzt hier in der Zwischenzeit übertragen worden. Im nächsten Schritt könnten wir noch festlegen, ob immer neue Daten erzeugt werden sollen, was jetzt hier die Default-Einstellung ist. Aber wir könnten den Adapter auch so konfigurieren, dass nach irgendeiner Bedingung, die wir hier formulieren müssen, kontrolliert wird, ob der Datensatz schon vorhanden ist und dann wird er nur geupdatet.
So, ja. So, ja, jetzt gucken wir uns das mal an. Also unser Formular. Gehen wir hier irgendwelche blödsinnigen Daten ein. Und wir nehmen mal hier den Alumni-Newsletter und einen Kommentar haben wir nicht, aber bedanken uns wenigstens und schicken das ab. Gehen zu Salesforce. Klicken wir einfach auf die Startseite. Und da sehe ich, aha, da ist ein neuer Lead erzeugt worden, der Pavel Bogdanovic, also mir gehört, weil ich habe den Lead generiert. Und die Daten, die wir im Sales, die wir in so einem Formular eingetragen haben, die finden wir hier alle wieder, auch unseren Kommentar. Haben wir gemacht. Wollen wir noch mal kurz resümieren, was wir jetzt eigentlich gemacht haben? Also wir hatten am Anfang hatten wir den Adapter konfiguriert. Dafür sind die Salesforce-Feldbezeichner übertragen worden und standen uns für das Mapping zur Verfügung. Und als das Formular abgeschickt wurde, wurden die Formulardaten in das CRM geschrieben. Hier gibt's, also es gibt noch ein weiteres Salesforce-Plugin. Das ist das Collective Salesforce Out-Plugin. Und damit habe ich die Möglichkeit, also hat man die Möglichkeit, User, also Benutzer in Plone, dass sie sich einloggen gegen Salesforce-Objekte. Also Authentifizierung gegen Salesforce-Objekte. Und dabei sind Username und Passwort vollkommen frei konfigurierbar. Wir können Passwortverschlüsselung einstellen, da stehen mehrere Verfahren zur Verfügung. Benutzerdaten werden aus Performance-Gründen gecached, das ist auch nötig, weil wenn man, was weiß ich, 2000 Kontakte bei Salesforce hat und die müssten jedes Mal übertragen werden, das würde natürlich nicht gehen. Neue User, die sich auf der Plone-Website registrieren, die werden auch automatisch als Salesforce-Objekte angelegt. Und es können auch User-Daten, also ich meine jetzt so Member-Data, wie zum Beispiel Telefonnummer oder der Full-Name oder so, aus Salesforce übertragen werden. So, diese Konfiguration, auch das ist keine Tätigkeit für den Redakteur, aber für den Administrator, ich will es nur mal schnell zeigen, wie wir es konfiguriert haben. In dem Fall soll die Authentifizierung gegen Kontakte laufen, nicht gegen Leads. Und ich habe es mir hier ganz einfach gemacht. Der Username ist die E-Mail und das Passwort ist auch die E-Mail des entsprechenden Kontakts. Und es sollen noch als zusätzliche User-Daten soll der Name aus Salesforce als Fullname in Plone erscheinen. Achso, das sollten wir uns dann auch nochmal anschauen. Das ist schlecht. Da gibt es immer etwas Probleme mit. Das hat auch viel mit diesen Caching-Geschichten zu tun. Ich lasse die Geschichte jetzt einfach aus und gehe zum nächsten Punkt. Sie wissen jetzt, dass man sich gegen Salesforce authentifizieren kann von Plone aus. Aber ich möchte Ihnen noch ein weiteres aktuelles Plugin zeigen. Und zwar Collective Salesforce Content. Das ist also wirklich wesentlich aktueller. Denn also es ist ein Entwicklertool, das auf Dexterity basiert. Und zwar lassen sich damit Salesforce-Objekte in Plone repräsentieren und also das kommt durch Synchronisation zustande. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt, also zum Beispiel Cronjob gesteuert, werden Salesforce-Objekte mit den Plone-Objekten, mit diesen Dexterity-Objekten synchronisiert. Das hier ist eine Schema-Deklaration für einen Dexterity-Content-Typ. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Aber man kann sich vielleicht vorstellen, dass hier ein Content-Typ deklariert wird, der aus verschiedenen, also der besteht aus einem Name und einer Beschreibung und einer E-Mail. Und dann ist hier drin definiert, wie er mit Salesforce
korrespondiert. Also einerseits sehen wir schon mal, dass der Namespace von Salesforce hier Erwähnung findet und dass dieser Content-Typ mit dem Salesforce-Objekt Contact korrespondiert. Und hier steht, dass der Container für die Kontakte in Plone der Folder Contacts sein soll, also mit der ID Contacts. Dann steht da noch, der Titel ist der Salesforce-Name und so weiter. So, Ordner Contacts ist im Moment noch leer. Ich gehe in die Konfiguration und habe hier die Konfiguration für Salesforce Content und klicke Kontakte an und mache die Synchronisation. Zack. Und jetzt habe ich alle meine Salesforce-Kontakte als Objekte hier in meiner Plone-Site liegen. Gerade erzeugt von 16.41 So, was ist hier passiert? Auf der einen Seite Plone, auf der anderen Seite Salesforce. Wir haben einfach hier wirklich eine Synchronisation zwischen den, Feldern oder zwischen den Objekten stattgefunden. Es gibt noch weitere Salesforce-Plugin in Plone, zum Beispiel das erste Collective Salesforce RSVP. Damit kann man Event-Anmeldungen erstellen. Mit Query kann man Salesforce-Queries als Archetypen abspeichern. Also es gibt einen Archetyp, der nimmt eine Query, eine Salesforce-Query auf. Und diese Query wird ausgeführt und die Daten, die dabei gezogen werden, werden in Plone gecached. Dann gibt es auch noch eine Integration für das E-Commerce-Framework GetPaid. Und ich habe vielleicht vergessen zu erwähnen, dass also diese ganze Plugins, die basieren auf Beatbox. Und Beatbox ist ein Package, das die Salesforce-Schnittstelle in Python abbildet. Aber es gibt eben auch noch alternative Packages, die auf diese API zugreifen, zum Beispiel das Salesforce Python Toolkit. Ja, das war's. Gibt es Fragen Ihrerseits? Wie sieht das aus, wenn ich mit den Daten rausfinde? Ja, gute Frage. Also, da musst du mal die AGB lesen. Also Salesforce, das ist ein sehr hochpreisiger Dienst eigentlich. Ich nehme an, dass man da, es ist nicht in Salesforce Interesse, deine Daten irgendwie anderweitig zu gebrauchen. Ich nehme an, die werden wirklich gelöscht. Ja, geht. Auf jeden Fall. Es wurde gerade gefragt, ob die Plone FormGen Integration auch für ältere Versionen des Plone Form Generators geht. Und das geht. Also das funktioniert problemlos auch mit Plone Form Generator 1.6 oder auch frühere, glaube ich. Ja? Sie haben kurz gesagt, Plone FormGen wäre wunderbar dokumentiert. Kenne ich den aktuellen Stand? Vor einiger Zeit habe ich mir nach einer für mich verständlichen Anleitung gesucht, wie ich auch mal den Inhalt von Felder validieren kann. Ja. Ob das wirklich passt, was da jetzt eingetragen ist. Das geht dann aber doch in die Tiefen von irgendwelchen Technikdiensten, da ist keine Beschreibung gefunden. Ja, also da gibt es, ich weiß jetzt nicht, ob Sie die Lösung Ihres Problems genau da finden, aber ich weiß nicht, ob Sie mal auf der Plone-Website geschaut haben, da gibt es bestimmt 16 verschiedene Themen, also tiefer gehende Themen der Dokumentation. Und da wird auch sehr genau erklärt, was mit diesen Overrides oder wie sie heißen, also diese Felder oder zusätzliche Validierung, wie das funktioniert. Ah.
Ja, das alles wäre nicht möglich ohne die Mitarbeit von sehr vielen Leuten. Und ich möchte noch hinweisen auf gerade hier eine Google Group, wo man Fragen hinposten kann, die sich eben auf diese Plone Salesforce-Integration beziehen. Danke. Stehen bleiben, die wie bitte? Ah, Entschuldigung, ja.